Was wäre, wenn ich dir erzählen würde, dass es eine ganz einfache Möglichkeit gibt, wie du deinem Hund beibringen kannst, nicht mehr an der Leine zu ziehen? In diesem Video erkläre ich dir, wie du verhindern kannst, dass dein Hund ruckartig in die Leine rennt. Mein Name ist Dogma. Herzlich willkommen zurück bei Dogma TV und go! Jede Woche helfe ich über 30 Hunden mit Besitzern bei ähnlichen Problemen, wie du sie gerade hast. Und zwar die Herausforderung der Hundeerziehung zu meistern. Also wenn du es noch nicht getan hast, abonniere den Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Und lass dir gerne von mir helfen, einen wohlerzogenen Vierbeiner an deiner Seite und in deiner Familie zu führen. Wir verbringen momentan sehr viel Zeit damit, den Hund auf der rechten oder von dir ausgewählten linken Seite zu führen. Ich möchte dir aber zeigen, wie dein Hund lernt, nicht an der Leine zu ziehen, auch wenn er nicht gerade rechts oder links an deiner Seite läuft. Auch wenn ihr nur mal zusammen so abhängt. Und im Praxisbeispiel zeige ich dir nun mit meinem jungen Hund Theo, der jetzt ein Jahr alt geworden ist, dass ich einen Wichtigkeitswert habe, sprich, wie du den am besten bekommst, dass er sich an dir orientiert und dass er nicht an der Leine zieht. Es ist halt wichtig, dass der Hund auch ruhig ist und nicht an der Leine zieht, wenn du zum Beispiel im Haus bist, wenn du vor die Tür gehst und mal kurzen Nachbarschaftsplausch halten willst. Er ist zwar dann nicht an deiner linken oder rechten Seite und ihr seid im Vorwärtsmodus, sondern er muss kurz warten. Und selbst in diesem Moment des Wartens darf dein Hund nicht an der Leine ziehen. Auch wenn du mal einen kleinen Schritt nach links oder nach rechts machst, sollte dein Hund nicht an der Leine ziehen. Auch wenn ich mit meinen Freunden rede, mit den Nachbarn rede oder wie jetzt gerade mit dir rede. Ich gehe einen Schritt nach links, ich gehe einen Schritt nach rechts und der Hund zieht nicht an der Leine. Und wenn du das mit deinem Hund übst, wird er nach und nach mehr Verständnis dafür bekommen. Aber um dahin zu kommen, dass dein Hund nicht in die Leine zieht, wenn du jetzt einen Schritt nach links oder nach rechts machst. Dazu gehört Übung, Wiederholungen und vor allem musst du einen Wert für deinen Hund darstellen. Nicht nur deine Person und deine markante Persönlichkeit ist wichtig. Nein, es sollten auch Belohnungen sein, an die dein Hund wirklich, wirklich interessiert ist. Natürlich geht es wieder um das Futter. Damit machst du es dir einfach einfacher. Aber stopf es ihm nicht einfach so rein, links, rechts und ja, und du verbringst viel Zeit mit deinem Hund und er kriegt Futter und Futter, sondern versuch ihm das Futter, also diese Belohnung, ganz bewusst zu geben. Versuch ihm das Futter von dir auszugeben, über dein Gesicht zum Hund. Über dein Gesicht zum Hund. Dass alles Gute von hier kommt. Und apropos alles Gute von hier, um Tiere in Not zu unterstützen, kaufen Supersnacks. Würde mich sehr freuen, ist eine Spende, vielleicht eine Dose Hundefutter, 2 Euro wäre super. Apropos Dose Hundefutter. Also du hast jetzt deine Leckerchen in der Hand und du fütterst deinen Hund von deiner Körpermitte über dein Gesicht in das Gesicht sozusagen vom Hund. Ja? Du verfolgst nicht deinen Hund, der sagt, oh, du sagst du, oh, gut gemacht und der Hund guckt irgendwo hin und du verfolgst ihn mit deiner Hand und gibst ihm dann praktisch das Futter in die Schnauze und gehst ihm noch hinterher, so nicht. Also wirklich, gewöhne einfach den Move an, dein Futter über deine Mitte, über dein Gesicht, in sein Gesicht zu stecken. Das gewöhne dir an. Jetzt weiß dein Hund, alle guten Dinge kommen von dir und du hast einen Wert für deinen Hund. Und nun musst du deinem Hund zeigen, dass er die richtige Entscheidung trifft, dass er Recht hat. Hunde wollen immer Recht haben. Das ist so ein bisschen wie bei den Menschen. Die haben wir ja auch total gerne Recht, ja? Und auch wenn wir im Unrecht sind, hätten wir da trotzdem dann ganz gerne mal Recht. Du weißt, was ich meine. Also, gib deinem Hund Recht. Korrigiere ihn nicht immer nur, sage nicht, was er nicht darf, sage nicht nein, pfui, aus, wäh und sei genervt, sondern konzentriere dich auf das, was er richtig macht. In dem Fall hat dein Hund die Aufgabe und nur die eine Aufgabe, nicht an der Leine zu ziehen. Und das bestätige und wenn er nicht an der Leine zieht, hat dein Hund recht. Und das Gefühl gib ihm. Dein Hund hat recht, wenn er nicht an der Leine zieht. Das ist hier das Ziel. Es ist nicht wichtig, dass er sitzt oder dass er liegt oder dass er steht.
Das ist egal. Die Leine hängt durch. Fein. Du verstehst schon. Und jetzt nimm dir ein bisschen Futter in die Hand, ja, und beweg dich ganz wenig nach rechts und nach links. Und dein Hund soll dir folgen. Und dein Hund soll nicht in die Leine ziehen dabei. Du gehst nach links, der Hund folgt dir einen Schritt nach links. Du gehst nach rechts, dein Hund folgt dir einen Schritt nach rechts. Gehe einen Schritt nach links, gehe einen Schritt nach rechts, halte inne. Wenn dein Hund ruhig ist und sich mit dir entspannt, belohne deinen Hund. Dein Hund wird ziemlich schnell begreifen, was du von ihm willst und wird dich anstarren und anhimmeln. Er wird Step by Step bei dir sein. Das macht Spaß. Du hast sofort ein Erfolgserlebnis. Bei meinem Theo und bei mir sieht das zum Beispiel so aus. Wenn du das nun eine Weile geübt hast und ein paar Mal wiederholt hast, wird es jetzt ein wenig schwieriger. Du solltest dich nämlich jetzt nicht nur nach rechts und nach links bewegen, sondern bewege dich einfach in alle Richtungen. Aber wow, 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 übertreib nicht. Dein Hund will schließlich immer Recht haben und du willst, dass dein Hund Recht hat. Also arbeite in kleinen Schritten. Bewege dich nun 2-3 Schritte in eine Richtung deiner Wahl, halte inne und gib deinem Hund die Möglichkeit, dich zu fixieren, dich im Fokus zu behalten und Recht zu haben. Du gehst ein paar Schritte nach hinten, bleibst stehen, dein Hund kommt zu dir, zieht nicht an der Leine und bekommt eine Belohnung. In der Zeit, in der du innehältst, hat dein Hund folgende Möglichkeiten. Entweder er kommt zu dir, wie gesagt, himmelt dich an und bekommt eine Belohnung, oder er zieht an der Leine. Wenn er an der Leine zieht und damit Unrecht hat in dem Moment, gib ihm ein paar Impulse. Nicht doll, ganz wenig. Deinen Hund ja in der Hand und er zieht jetzt zur Seite weg, meinetwegen. Du bist da hinten gegangen, er zieht zur Seite weg. Und dann mach bam, 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 bam. Ziehen zu dir. Bam, 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 bam. Er kommt zu dir, er guckt dich an. Wow, toller Typ. Und du belohnst deinen Hund. Ja? Also nicht doll. Kein Leinenruck oder sonst irgendwie was. Nichts, was deinen Hund in irgendeiner Form wehtut. Sondern er spürt einfach nur, hey, ich will irgendwas von dir. Aber was du da gerade machst, will ich nicht von dir. Es ist leicht unangenehm für den Hund. Natürlich. Wer uns auch... Also, denk das einfach um. Ja? Wenn du einen Halsband hättest und jemand würde so leicht dran schütteln oder jemand zupft dir am Ärmel, das ist erstmal blöd. Und du denkst so, hast erstmal die Aufmerksamkeit dahin. Und wenn du weißt, okay, das ist nicht irgendein Typ, sondern der bezahlt mir die Miete, ja, der bezahlt mein Essen und irgendwie könnte ich ohne den gar nicht existieren. Und der sagt, komm mal hierher, dann machst du das wohl eher als wenn er dann da irgendwie deine Richtung weiter einschlagen würdest. Also ganz nett, dank, 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 dank. Dein Hund kommt zu dir. Super toll, er hat wieder recht und er wird belohnt. Dein Hund muss begreifen, dass du der Wert bist. Ja? Und dass alles Fehlverhalten, alles Verhalten, was du nicht willst, eine Konsequenz hat. In diesem Fall dieses Bam, Bam, Bam am Halsband. Ja? Leichte Impulse, zong, 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 zong. Der Hund kommt zu dir, du lässt ihn kurz warten. Ganz kurz die Möglichkeit der Ruhe, dich zu fokussieren. Und dann bekommt er wieder was. Du bist der Wert. Du bestimmst, was dein Hund darf und was dein Hund nicht darf. Und du bist nicht nur der Wert für deinen Hund, sondern es hat für deinen Hund auch noch mehr Wert, nicht an der Leine zu ziehen. Er zieht an der Leine, zack, 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 das ist blöd. Er zieht nicht an der Leine, oh, Futter. Er guckt dich an dabei, oh, Futter. Also, du bist der Wert. Und es hat noch zusätzlich den Mehrwert, dass er was zu essen bekommt, dass er eine tolle Belohnung bekommt, wenn er nicht an der Leine zieht. Und das muss dein Hund verstehen. Das ist eine schnelle Beute.
Ja, also so schnell kann er sich kein Eichhörnchen fangen, ja, oder so. Das weiß der auch. Und deshalb fokussiert er dich und ist dann wieder in der Konzentration. Nun zeige ich dir im Praxisbeispiel, wie ich das meine. Ich gehe ein paar Schritte nach vorne, ich gehe ein paar Schritte nach hinten zur Seite und zur anderen Seite. Der Hund kann sich hinsetzen, er kann sich hinlegen, wenn ich innehalte. Es ist total egal. Seine Aufgabe ist, nicht an der Leine zu ziehen. Um dir die Sache mit der Leinenführigkeit noch weiter zu verdeutlichen, mache ich es noch ein wenig schwieriger. Also, wenn nun dein Hund verstanden hat, was du von ihm willst, dass er bei dir bleiben soll, dabei nicht an der Leine ziehen soll, dann halt ihn mal kürzer und du wirst merken, er wird nicht ziehen, aber da ist so eine gewisse Spannung im Halsband und die wollen wir noch ein bisschen wegbekommen. Und dazu habe ich ein paar Sachen vorbereitet. Ich habe einen Behälter mit Essen und ein Spielzeug, was den Hund wirklich interessiert, damit er auch die Gelegenheit hat, dass sich wieder die Leine spannen kann. Jetzt, wo er es verstanden hat, ja, wird sich natürlich die Leine nicht spannen, weil er hat keine größere Ablenkung, aber jetzt arbeiten wir mit Futter und mit einem Spielzeug. Mit der Leine, mit dem Hund, mit mir. Und die Aufgabe ist wieder, die Leine darf sich nicht spannen. Diese Ablenkung lege ich auf den Boden. Meine Leine ist ca. 1,80 Meter lang. Also ist der Radius sozusagen von den begehrten Objekten 2 Meter. Du musst das strategisch ein bisschen schlau planen, damit der Hund niemals die Gelegenheit hat, sich selber zu belohnen. Das wäre sehr schlecht. Du musst dir vorstellen, du willst deinen Hund festhalten. Ja, ist klar, du siehst, aha, er möchte jetzt zum Spielzeug rennen und die Leine, die flattert dir so ein bisschen aus der Hand. Du hast die Schlaufe, aber leider ist die Leine 2 Meter lang und du hast das Objekt sozusagen der Begierde nur in 1 Meter Reichweite geparkt. Sprich, der Hund schnappt sich das Spielzeug, freut sich diebisch, ja, und du kannst im Endeffekt deine Übung von ganz vorne. Du musst wieder kleinschrittig von vorne beginnen und das willst du nicht, weil der Hund hat sich selbst belohnt und das wäre schlecht. Also plane wirklich dieses Training sehr strategisch klug, damit du dann auch deine Ziele, deine Erfolge und Ziele erreichen kannst. Der Ansatz ist hier wieder genau der gleiche. Du gehst einen kleinen Schritt nach links und einen kleinen Schritt nach rechts. Du hältst inne und wenn sich dein Hund richtig entscheidet und sich neben dich hinsetzt, stehen bleibt, mit dir innehält, dann belohnst du ihn. Dein Hund hat aber immer noch die Möglichkeit, sich falsch zu entscheiden. Und hier wirst du merken, er wird sich nicht nur umdrehen und irgendwie in eine falsche Richtung gucken und laufen, sondern er wird ziehen. Ja, diesmal ist der Impuls viel größer. Ja, der Anreiz, irgendwo anders hin zu wollen, ist ja viel größer durch dieses Spielzeug oder das Fressen. Also, wenn dein Hund in die Leine ziehen sollte, ja, ziehst du nicht von oben den Hund weg, sondern fest im Endeffekt die Leine nach, zack, und gibst wieder Impulse auf Kopfhöhe. Du musst dich dazu bücken. Ja, also auf Kopfhöhe vom Hund. So, du gehst runter und zack, zack, zack. Du gibst die Impulse lang. Ja, dass der Hund nicht so, sondern schön von der Seite hin zu dir geführt wird. Wenn du diese Übung startest und du merkst, dein Hund zieht und zieht und zieht und zieht und kommt überhaupt gar nicht dahin, wo du ihn hinhaben willst, dann ist es noch zu viel. Dann fang wieder bei Schritt 1 an oder bei Schritt 2, wenn das schon super war, und übe das erst noch mal weiter ohne Spielzeug, ohne Futter. Oder du denkst, oh, vielleicht liegt es am Futter, er ist jetzt gar nicht so an das Spielzeug interessiert. Dann leg lieber zwei Spielzeuge hin, anstatt diese Schüssel mit Futter.
Ja, das wäre dann nicht so gut, dann ist dein Hund einfach noch nicht so weit und du kriegst ihn dann auch nicht in die Ruhe. Also immer schön langsam, kleinstufig und hab Geduld. Es wird funktionieren. Dein Ziel ist, dein Hund hat Recht. Ja, du musst ihm dabei helfen, Recht zu haben. Wenn du es ihm zu schwierig machst, hat er halt kein Recht, hat er halt immer einen Fehler, 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 Fehler. Das stört die Motivation, deine Motivation, der Hund ist frustriert, das bringt nichts. Also denk daran, dein Hund soll immer Recht haben und hilf ihm dabei. Und nun zeige ich dir im nächsten Praxisbeispiel, wie ich das meine. Sitz. Silber Sitz. Nur was genau kann ich jetzt damit und davon erwarten? Woher weiß ich denn, dass mein Hund jetzt nicht mehr an der Leine zieht? Wenn du dir also noch nicht sicher bist beim Spazierengehen, ob dein Hund zieht oder ob er schon gut an deiner Seite läuft, dann hilf deinem Hund. Jedes Mal, wenn er, und warte nicht, bis die Leine straff ist, sondern jedes Mal, du, deine Leine ist 1,80 Meter lang und jedes Mal, wenn du denkst, oh, gleich wird es zu spannend für meinen Hund, hol ihn ran. Mit leichten Impulsen. Zack, 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 zack. Bei leichter Spannung der Leine. Zack, 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 zack. Ja, das hat eine Konsequenz. Das ist unangenehm. Er kommt zu dir. Er wird belohnt. Du bist der Wert. Wenn er bei dir ist, wird er belohnt. Er bekommt Futter. Das hat Mehrwert für deinen Hund. Das wird er verstehen auf Dauer. Und wenn er leicht, nur ganz leichten Druck auf die Leine überträgt, zack, 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 holst du ihn wieder ran. Ja? Das ist halt deine Konsequenz. Das muss halt auch so gemacht werden. Und dann hast du auch ganz tolle Erfolge. Du darfst halt auch auf keinen Fall die Leine lang lassen, wenn er zieht. Ja, du siehst, ach ja, guck mal, da ist ja der Baum 3,50 Meter weiter, da pullert er mal ran. Er läuft die ganze Zeit super, ja, weil du hast deine 1,80 Meter Leine, ziehst die sowieso ein bisschen kürzer auf meinetwegen 60, 80 Zentimeter, da läuft er gut, aber dieser Baum. Und du weißt ja auch, ja, er muss ja pullern und wupp ist die Leine auf 1,80 Meter und du gehst noch 2 Meter hinterher, damit er da in Ruhe am Baum schnuppern kann. Das gewöhnt dir auch ab. Dein Hund hat den Radius einzuhalten. Und wenn du mit ihm an den Baum laufen willst, kannst du ja machen, dass er da pullern kann, aber wirklich behalte diesen Radius bei, lass die Leine nicht lang, wenn er zieht. Du kannst die Leine lang lassen, wenn er nicht zieht. Das ist total in Ordnung. Aber wenn er dich da schon hinzieht, das ist nämlich wieder so ein selbstbelohnendes Verhalten, damit gewöhnst du ihn das Ziehen an und alle Arbeit vorher ist dann im Endeffekt für die Tonne gewesen und das ist schade um die Zeit, das ist schade um deine Geduld. Ja, also lass dir das selber nicht, versau es dir nicht selber. Dein Hund ist dir deshalb nicht böse. Du bist nur konsequent. Du musst es ihm halt auch jedes Mal beweisen. Und irgendwann ist der Schalter halt auch umgelegt. Bei dir und bei deinem Hund. Zeige deinem Hund, alle guten Dinge passieren bei dir. Nicht da hinten und nicht da vorne. Und gute Dinge passieren, wenn der Schnabel locker hängt. Ja, der Schnabel. Deine Aufgabe ist, dem Hund zu erklären, was sein Job ist, was er wie richtig macht. Konsequenz ist der Schlüssel zum
Erfolg. Also behalte in deinem Hinterkopf, wenn du deinem Hund Dinge erlaubst zu tun, die er eigentlich nicht tun soll, wird er diese Dinge weiter tun, die er nicht tun soll. Es ist eine wertvolle Lebenskompetenz, deinem Hund beizubringen, nicht an der Leine zu ziehen. Das Spazierengehen macht mehr Spaß mit deinem Hund. Dein Hund macht dir mehr Spaß. Du machst deinem Hund mehr Spaß. Es ist der Trainingsansatz, der sich für den Rest deines Lebens oder des Hundelebens lohnen wird. Bleib dran, hab Geduld, sei fair zu deinem Hund. Erwarte auch nur Sachen von deinem Hund, die er auch erfüllen kann. Du musst ihm alles vorher erklären. Verlang nichts von deinem Hund, was du ihm vorher nicht beigebracht hast. Ja? Also Geduld und Spucke. Ich freue mich, wenn du wieder beim nächsten Mal einschaltest. Ich freue mich über ein Abo, über einen Supersticker, über eine Kanalmitgliedschaft. Alle Einnahmen kommen den Tieren in Not zugute. Und bis zum nächsten Video. Ciao! Wenn du kein Video mehr verpassen willst, dann klick die Glocke. So. Oder so. Oder so.